Hallo, ihr Lieben, ihr wundervollen Menschen da draußen. Es ist schön, dass wir hier zusammenkommen zum Vollmondorakel von heute, 6.4. bis zum 19.4. Ich möchte mich aber bedanken für jegliche Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt. Egal, ob es die Kommentare sind, euer Abo, euer Liken oder eben auch das Teilen. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Jetzt gehe ich in die Energie dieser Vollmondzeit. Ich schaue immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Und ich mische die Karten, bis eine Karte rausfällt. Das ist für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel genauso liegt, wie er liegen soll. So, und ich lege den Vollmond. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ja, die Karte ist rausgefallen. Ich hatte den Eindruck, die muss genau an diese Stelle. Ich lege hier mit den Tarotkarten aus dem Königshoch Torania Verlag von Rider-Waite. Das hier sind die Lenormand-Karten, das Gilded Revelry Lenormand-Kartendeck von Jerome Marchetti. Und das möchte ich auch genauso liegen lassen. Die linke Seite ist die erste Woche, die rechte Seite ist die zweite Woche. So, und jetzt habe ich hier diesen wundervollen Kartenstapel mit dem Ewigkleid Lenormand-Kartendeck von Kathleen Bergmann und von Patrick Scheller das Mondnacht-Lenormand-Kartendeck. Die beiden Kartendecks, die arbeiten so wundervoll zusammen. Das, was dem einen fehlt, hat der andere und andersrum. Es ist wirklich brillant. Ganz tolle Kartenbilder habe ich damit die letzte Zeit gelegt. Und die lege ich jetzt auf beide Seiten, auch bis eine Karte rausfällt oder der ganze Kartenstapel. So, die nehme ich. Genauso passt es. Ja, das ist mein Mond, ihr Lieben. Ich hätte ja was gesagt, da müsst ihr jetzt durch. Okay, wir schauen rein. Wir schauen erstmal auf die Karten unter dem Kartendeck. Hier haben wir den Tod und ganz wichtig, ihr Lieben, es ist keine schlechte Karte. Der Tod sagt nur aus, dass hier etwas, was stirbt, was euch auf Reisen bringt. Das heißt, ihr lasst das Alte hinter euch. Und jetzt schauen wir auch noch hier rein. Und das ist noch nicht zu sehen. Das ist weder in der ersten Woche noch in der zweiten Woche zu sehen. Es ist aber etwas Karmisches. Das hier geht schon länger. Das geht auch schon viele Leben. Wir haben hier den Neuanfang. Jetzt muss ich gerade meinen Zeigestift nehmen. Den Neuanfang mit dem Hund. Und jetzt schauen wir mal, was will uns die geistige Welt denn sagen? Was darf ich denn wissen? Was darf ich euch mitteilen? In der ersten Woche. Wir haben die Gerechtigkeit, wir haben die 10 der Münzen in Kopflage und die 2 der Schwerter. Dann ist gefallen die Fische, der Ring und die positive Veränderung. Die Eier, das Hobby und die Schlange. Und was mir sofort ins Auge springt, wirklich, ist, dass diese Eier hier in dem Nest von den Störchen liegt. Das ist doch der Hammer, oder? Ja, die Gerechtigkeit, die sagt ganz klar mit dem Schwert, was hier nach oben gehalten wird. Wir stechen jetzt in die Wolken, damit die Wolken verschwinden. Damit sich das zeigt, was ihr sehen dürft. Und das ist diese Fülle. Die Fülle. Boah, ich habe Gänsehaut. Ja, die Münzen stehen für das Materielle. Das ist richtig. Aber mein Lieblingsbeispiel ist ja der Brief, ihr Lieben. Wenn ihr einen Brief in der Hand habt, der ist materiell, der ist aus Papier, den könnt ihr zerknuddeln, zerreißen, den könnt ihr öffnen, den könnt ihr schließen, da könnt ihr was draufschreiben. Das ist voll materiell. Dann nehmt ihr den Bogen Papier aus diesem Briefumschlag raus und ihr breitet das aus, ihr klappt das auseinander und dann steht dann da drauf, ich liebe dich. Und das macht doch was mit euch. Und das ist nicht materiell.
Das kann ein Vertrag sein für die neue Arbeitsstelle oder für die neue Wohnung, für den neuen Ort, dass ihr versetzt seid. Es kann aber auch eine Kündigung sein. Und ich sage euch eins, die Kündigungen, die ausgesprochen werden oder die Verbindungen, die auseinandergehen, es hat immer einen Grund. Dann passt das jetzt. Es kann ja sein, dass es in 10 Jahren anders ist, aber jetzt passt das nicht zusammen. Und hier stirbt etwas und ihr geht auf Reisen. Und das ist von oben geführt und das ist hier ganz klar. Es ist von oben geführt, dass ihr in diese Fülle, in diese materielle Fülle gehen könnt, die euch aber auch dieses unfassbare Zufriedenheitsgefühl gibt. Und das ist wieder nicht materiell. Das gibt euch einen Schubs, diese beiden Schwerter nach unten zu legen. Noch habt ihr die Schwerter nach oben. Ihr seid voll in eurer Gedankenkraft. Die Schwerter sind die Gedanken. Ihr seht das gar nicht, was noch vor euch liegt. Und vor allen Dingen fühlt es ihr es nicht, weil diese Schwerter das Herz verschließen. Die Haltung der Hände, die Haltung der Arme verschließen das Herz. Und ihr seid voll in euren Gedanken. Ihr könnt in dieser Energie gar nicht in die Herzensenergie gehen. Aber, und jetzt sind wir ja hier, das kommt ins Fließen. Ihr lasst die Schwerter runter. Indem ihr die Schwerter runterlasst, öffnet sich euer Herz. Und dann habt ihr die Hände frei, um diese Binde von den Augen nehmen zu können. Dann seht ihr das, was ihr sehen sollt. Und wie dieses Schwert in die Wolken gestochen wird, damit sie auseinandergehen, damit das jetzt sich präsentiert und ihr sehen könnt, was ihr sehen sollt, so könnt ihr dann die Augenbinde wegnehmen. Und es kommt in Fluss und es wird ein Gefühl sein, das ihr schon mal hattet, das euch wie damals heute auch wieder in diese positive Veränderung bringt. Ihr habt diesen Moment, den ihr jetzt habt, den habt ihr schon mal erlebt. Wenn nicht in diesem Leben, dann in früheren Leben. Aber es ist euch bekannt. Das ist nichts Neues, ihr Lieben. Neu ist, dass ihr das jetzt wisst. Weil normalerweise lebt man sein Leben so vor sich hin und dann reagiert man genauso, wie man reagiert. Und man reagiert auch so, wie man das letzte Mal reagiert hat. Und davor das Mal und davor das Mal. Ihr kommt hier in eine Situation rein, die ihr mindestens noch einmal, wenn nicht sogar 2, 3, 4, 5 oder 10 Mal schon mal erlebt habt. Das ist das Gefühl, diese Karte hier, dass ihr das schon kennt. Und dann geht ihr jetzt hin und mit dem Hobby und der Schlange, das sagt einfach nur, das Hobby ist das hier. Dass ihr das wisst, dass ihr darauf vorbereitet seid, dass ihr durch Kartenlegungen, durch alle anderen möglichen Dinge, die ihr in der spirituellen Welt erleben könnt, machen könnt, das habt ihr jetzt gemacht. Und dadurch seid ihr vorbereitet und gewappnet. Und ihr geht jetzt andere Wege. Andere Wege, wie die Wege, die ihr sonst in dieser Situation gegangen seid. Das ist Hammer, wirklich. Wir schauen in die zweite Woche. Da haben wir den Herrscher und der ist auf Kopflage und das war auch der, der rausgefallen ist. Wir haben die Sonne und wir haben das Gericht. Das sind ja schon mal drei Hammerkarten, wirklich, Leute. Dann ist gefallen der Mond, die Lupe und die Brücken, die im Moment immer fallen. Wir haben schon wieder das Nest, wir haben den Fuchs und wir haben die Gespräche. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein klassisches Osterei, was ich hier gelegt habe, ihr Lieben. Der Herrscher, der geht in die Energie der Gerechtigkeit, der ist auf dem Kopf gefallen. Das heißt, er ist im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gefallen. Er hat sich hier mit seiner Große, mit seiner Krone den Kopf angestoßen. Er steht Kopf. Er beherrscht sein Leben. Er weiß, was er will. Er weiß auch, was er nicht will. Aber hier diese Situation, die jetzt schon wieder kommt, die lässt ihn jetzt
Kopf stehen, weil er das merkt, dass er jetzt hier wieder in diese Energie kommt. Und genau das ist wichtig. Und ich setze es jetzt genau so, weil diese Sonne sitzt jetzt im Grunde auf dem Körper dieses Herrschers. Der kann jetzt erkennen, was los ist. Jetzt durch die Sonne ist ja für auch für die Klarheit. Wenn die Sonne irgendwo drauf scheint, dann wird es ganz deutlich. Und hier wird dem Herrscher jetzt etwas ganz deutlich. Und das ist mit dem Gericht. Es ist immer die Karte, hier wird ein Schatz gehoben. Und das ist dein Schatz. Und dieser Schatz, das ist der Schatz des Neubeginns, der positiven Veränderung. Und wir haben hier in diesem Halbmond, wir sind ja hier im Vollmondorakel, wir haben im Halbmond den Vollmond mit seinen verschiedenen Mondphasen. Und wir haben die Lupe, die genau die gleiche Form hat. Und nicht nur Form. Es ist so, wenn ich die Lupe jetzt da drauf lege, dann verschmelzen die. Das hier ist eine Lupe. Hier wird jetzt die Zeit gezeigt. Die Zeit wird deutlich, dass hier das schon öfter passiert ist. Dir wird ganz klar, dass es das ist, was du, oh nee, nicht schon wieder, und du willst es nicht. Und du gehst jetzt neue Wege. Neue Wege, die schon, und ich möchte es ganz deutlich sagen, schon begonnen haben. Und dann wirst du den Fuchs hier hören, der dann sagt, ich bin mit mir im Reinen. Die Routen, das sind die Kommunikationskarten, aber das muss nicht nur nach außen sein, das kann auch ganz tief nach innen sein. Dieser Fuchs ist mit sich im Reinen. Und dann geht er in den Neuanfang. Und wir haben hier, dieser Hund ist sozusagen aus diesem Kind, aus diesem Neuanfang. Da ist ja noch eine drunter. Seht ihr das? Sie haben schon gar nicht gesehen. Da ist die Schildkröte drunter. Der ist schon unterwegs, aber der ist langsam unterwegs und der will es gar nicht so wahrhaben. Deswegen sieht man das hier kaum. Der fällt aus diesem Neuanfang raus. Und auch er liegt auf dem Kopf. Das heißt, die Energien, die arbeiten, diese Energien hier, die sind sehr auch langsam, aber sie sind in Bewegung. Und auch die Schildkröte ist ja auf dem Kopf. Ihr Lieben, es ist eine wirklich schöne Energie. Sie ist sehr, sehr klar, aber nur, wenn du das willst. Wenn du weiter in deinem Schwammischen, in deinem, ich weiß nicht, hier rechts oder links oder du kannst, es wird dir erleichtert, in diesen nächsten 2 Wochen werden dir Entscheidungen erleichtert, hier ganz klar zu sagen, das will ich nicht mehr. Ich gehe jetzt hier meinen einen Weg und es ist ein anderer Weg. Und dann ist es dieser Neuanfang, der ja das Thema dieser ganzen 2 Wochen ist. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Macht's gut, bis denn, ciao.